Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Heute erkunden wir nun endlich die letzten noch unbekannten Ecken der Lumasee mit unserer neu gewonnenen Fähigkeit, dem Wassersprint. Wir erreichen nun endlich das Irrlicht der Lumasee, welches wir schon so lange gesucht haben, so bekommen wir es nicht so einfach, da die faule Präsenz tatsächlich überlebt hatte und sich Quollok als Wirt genommen hatte, um das Irrlicht zu inhalieren. Dicht gefolgt von einer sehr anspruchsvollen und epischen Flucht folgt ein noch epischerer und anspruchsvollerer Bosskampf direkt im Anschluss gegen Quollok und die faule Präsenz. Lasst mir auf jeden Fall einen Like, dafür schnell im Frühsupport und ein Abo und nun viel Spaß im Video. Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zum nächsten Part Let's Play Ori and the Will of the Wisps. Und ja, ich habe es vermisst, es ist wieder 2 Tage her und schon habe ich wieder Bock auf das Spiel. Hab ich mich auch schon mal erzählt, dieses Spiel ist einfach von der Musik her, von dem Design her einfach unglaublich. Im letzten Part sind wir weiter durch die Lumasee gereist, haben neue Ecken entdeckt und endlich diese wichtige Fähigkeit erlernt, wo wir jetzt uns im Wasser viel schneller und vor allem auch viel angriffsbereiter bewegen können. Und zwar der Unterwassersprint. Ich dachte ja generell, dass wir den Sprint, den wir hier haben, auch unter Wasser einsetzen können, den hier. Aber anscheinend braucht man da noch eine Extra-Fähigkeit, die aber nicht wirklich eingesetzt werden muss, wie hier unten. Nein, die haben wir einfach direkt schon und nun können wir wie ein stolzer kleiner Geist, ich dachte, da kann man drauf gehen, durch die Gegend chargen und können einfach nur enorm viel Spaß dabei haben. So, wenn wir nach oben gehen, denn man kann ja nicht ohne Grund hier lang. Dann mit dem Dreifachsprung, dem Sprint, kommen wir hier in die Ecke. Und dafür bekommen wir zum Beispiel ein Fragment einer Energiezelle. Ich glaube, man kann auch dieses Gegner ja verwenden, um voranzukommen, klar. Wir haben noch einiges am Gebiet zu erkunden. Mein heutiges Ziel ist es, unsere Hauptquest zu erreichen. Da guck mal, eine Energiezelle und schon wieder 3% obendrauf. Also der Ort hat nicht so viele Secrets. Ich glaube, hier finden wir sehr schnell alles. Man hätte sich jetzt auch hier im richtigen Moment, glaube ich, ziehen können. Man kann aber auch wahrscheinlich, wenn man einen guten Lassewurf generell gemacht hätte, das Ganze schaffen können. Ich muss ganz kurz gucken, ob wir jetzt hier richtig sind. Wieso haben wir denn jetzt so wenig Leben? Ach nee, das sieht nur so aus, weil das Licht kann man hier wegen der Dunkelheit nicht erkennen. Okay. Okay, wozu ist es denn gut, diese... Okay. Dich brauchen wir schon mal einfach, um eine Verbindung herzustellen. Ich will jetzt hier und nach hier rüber. Gut, chargen wir dich mal hier rein. Genau, funktioniert. Was bist du hier eigentlich? Das sieht mir aus, als könnte man nicht bewegen. Und das ist auch wahr. Sieht so fair am Platz aus, dieser kleine Punkt. Gut, erstmal gucken wir uns hier um. Es gibt mehrere Wege, wenn er nicht in mich reinchargt, macht er doch, natürlich macht er das. Der Typ ist ein extrem guter zielsuchender Gegner. Die Ecke haben wir schon mal erkundet, da ist schon mal nicht mehr. Wir müssen wahrscheinlich irgendwelche, oh Gott, Vorsicht, die machen 2 Leben weg, diese komischen fressenden Pflänzchen. Müssen wir einfach nur alle von diesen Lichtern aktivieren, damit das Tor aufgeht. Ich kann es momentan nur vorstellen, dass wir warten immer ganz bis es wieder nach oben gegangen ist und werden dann nach oben chargen und wie so ein Kreis drin ganz, ganz fix. Also, schön von unten, zack, 1. Das war falsch. Ja, moin. Du musst doch sterben jetzt langsam, Kumpel. So, jetzt leider kriegst du deine. Ach, was kriegst du deine Punkte doch noch? Die Reichweite ist ziemlich groß. Wie ist das gerade? Ah, nee, wir müssen ja nach oben springen. Ich habe vergessen, dass das so funktioniert. Das stimmt ja. Ja, man muss halt nur besser timen können. Ja, moin. Ich kann es einfach nicht, weil. Ich hasse diese Taste da unten zu drücken. Die ist mir nicht geheuer, um ehrlich zu sein. Aber ja, man kann die auf jeden Fall. Ich weiß nicht, resetten die sich wieder neu, wenn man die einmal ausgelöst hat? Ich glaube ja. Also, die halten sich ein bisschen länger. Und vor allem, was soll das auch für eine Koralle sein? Die sich so nach 1 ziehen. Das sieht echt total verrückt aus. Nein, komm. Ja, sehr gut. Hier rüber. Und dann muss er noch hier unten hin. Und da ist er wirklich was gebracht. Okay, warte mal. Mach ich mal ab, Kumpel. Okay, der Wasserspiegel ist gesunken. Und hat damit den Stein nach oben gebracht. Cool. Aufpassen. Ich will dich gerne besiegen und eigentlich deine Sachen bekommen. Aber ich glaube, das geht nicht so einfach. Oh, Lord, der lebt noch. Weil wenn man das Wasser reinchargt, klar, erneuert er sich wieder. Ich glaube, man kommt jetzt hier nicht mehr nach drüben. Bekommt man noch wahrscheinlich doch noch irgendwie. Aber da hinten war nichts mehr. Man kann natürlich hier wieder Wasser stecken hier unter Wasser. Also ist hier unten irgendwas, aber ich glaube, da ist nichts. Vorsichtig, Kumpel. Dass du mir jetzt mit den letzten Leben abziehst. Gut, das Rätsel ist abgeschlossen. Okay, wir brauchen anscheinend hier nochmal noch einen weiteren Kalmar. Dann komm mal her. Oder wir brauchen irgendeinen anderen. Dann gucken, ob wir den mitnehmen können. Den Charge von nicht in mich rein. Oh mein Gott, Alter. Okay, wir spawnen aber direkt hier. Dann ist alles gut. Die machen halt auch einiges an Schaden. Ich glaube, 1,5 Leben ziehen die ab, die Viecher. Gut, versuchen wir jetzt einen solchen Charge. Das hat schon gereicht. Also ich habe es einschlagen gehört. Hat es das auch getroffen? Hat's nicht. Aber wie soll ich das bitte machen? Ist doch ganz ehrlich, wie soll ich das bitte... Ich hab keine... Och Mann, Alter. Willst du mich gerade eigentlich total räumen? Wie komme ich denn jetzt wieder nach oben wieder? Okay, es ist doch noch irgendwie eine Möglichkeit, gehen wieder nach oben zu kommen. Hoffentlich. Also, ich kann es mir momentan nur so vorstellen, dass man irgendwie nach oben kommen kann wieder. Hier unten ist ja auch noch nichts. Also ich habe auch diesen Köter noch nicht gefunden mit diesem Moki hier. Mit dem kann ich ja sprechen. Der will ja irgendwie so einen Fischköter haben, aber den habe ich ja noch nicht. Hm. Gut. Was, wenn ich jetzt nach oben sprinte? Okay, da kommt man noch viel... Ja, doch, man kommt über den Weg wieder nach oben. Super.
Es ist zwar, wir sind zwar sehr weit nach unten gefallen, aber mit der Fähigkeit reicht es aus, um wieder zurückzukommen. Scheiß Reichweite von dieser Explosion ist aber auch wirklich ekelhaft. Ekelerregend ist die. Wir müssen, glaube ich, auch hier rein. Ist die Frage, kommen wir... Warte mal, vielleicht ist ja... Guck mal, hier ist noch ein weiterer Kammer. Ich glaube, mit dem soll man das normalerweise machen. So, ich kann mir das mit dem gut vorstellen. Wie weit fliegt der nach oben? Na, wobei... Naja, wir gucken mal. Mal gucken, was wir noch mit dem Ding machen können. Erstmal lassen wir ihn verfolgen. Wir kommen schon mal rein. Nein, bitte nicht. Hier ist aber nur... nur das hier. Nur so ein Licht gewesen. Also nicht mehr. Aber wozu brauche ich denn bitte einen weiteren Kammer? Konnte man da unten noch irgendwas zerstören? An einer Begrenzung, weil da hoch komme ich auf keinen Fall mehr. Egal, wie gut ich mich anstrenge. Ich glaube, den treffe ich von hier niemals, oder? Doch, der Explosionsradius hat gereicht. Cool. Leider komme ich aber dann auch. Wir kommen da bestimmt noch irgendwie nach oben. Der Charge ist sehr, 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 sehr mächtig. Ganz genau. Okay. Wir müssen nur daran bedenken, dass wir nicht mehr als zweimal springen können. Okay, ich gehe nochmal ganz fix nach oben und guck mal, ob wir da nochmal irgendwie jetzt hinspringen können. Und mit dem Boost von diesem KMA sollten wir es schaffen. So sollte man es, glaube ich, auch normalerweise machen. Den KMA so ein bisschen mit in den Sprung nach oben nehmen, weil wir jetzt schnell genug sind, um nach draußen springen zu können. Es ist einfacher, die KMA zu bändigen, weil wir jetzt gleich schnell sind wie die, wenn wir rausspringen. Und genau aus diesem Grund hätten wir jetzt aus der Luft natürlich reinbamsen können. Aber ich glaube, es geht über zwei Wege, aber der KMA, der hier unten ist, ist, glaube ich, dafür gedacht. Für die Lebenszelle hier. So, Fragment an der Lebenszelle. Du hast ein Fragment an der Lebenszelle gefunden. Wir brauchen noch ein zweites Teilchen, um mein ganzes Leben zu bekommen. So, falls ich euch mal, falls ich mich mal irgendwann am Auge krabben sehen soll, so, falls ich irgendwie so ein bisschen erkältet liege, liegt das daran, weil, ja, ich habe eine Pollenallergie. Und die greift gegen Frühling immer sehr, sehr stark. Und im Sommer, glaube ich, auch so ein bisschen hinein. Das ist natürlich jetzt generell, wo ich generell gucke, wie ich so den Aufnahmen mache. Muss halt mit leben, tut mir echt wirklich leid, aber da kann man momentan noch nicht so viel ändern. Den Teil hier vorne, den Teil machen wir erst, wenn wir wieder rausgehen, weil das lohnt sich momentan einfach nicht. Stattdessen hole ich mal mein Leben zurück. Und speichere das Spiel. Das müsste ja eigentlich ein Leben zurückgebracht haben, oder etwa nicht? Genau. Tut ja unsere Leben erneuern. Okay, super. Okay, der ist auch neu jetzt hier, der Gegner. Und die sind ja nicht so stark. Wir müssen hier nur ein bisschen rammen. Nämlich hier gerade keinen Schaden gemacht. Keine Ahnung. Sind ja zu größten Teilen geschützt irgendwie, diese Gegner? Zack, bam. Ja, es ist gerade wieder geschützt gewesen. Also ich treffe ihn manchmal, aber es tötet ihn manchmal nicht. Jetzt ist er down. Die geben auch einiges an Punkten dafür, dass sie so wenig Schaden machen. Also die sind nämlich nicht wirklich stark, die Gegner. Es hat sich auf jeden Fall hier unten was geändert. Wir gucken uns das auch generell erstmal wieder hier um. Die Korallen haben wir schon mal ausgelöst. Super. Gibt es hier noch irgendeine Ecke, in der wir noch was bekommen können? Also hier unten zum Beispiel ist ja nichts mehr. Also brauchen wir da nicht hinzugehen. Weil wir waren da ja schon mal. Dann müsste das ja auf der Karte eingezeichnet worden sein. Falls uns doch noch was fehlen sollte. Oh, guck mal, hier kann man ja... Mit F konnte man ja die ganzen... Ach nee, hier konnte man was anderes anzeigen lassen. Genau, die Quests konnte man dann filtern lassen. Oh, guck mal, cool. Das ist cool. Jetzt kann man natürlich alle Objekte wiedersehen. Das heißt, man kann die Quests filtern. Und wenn man seine Quest an der Seite, an der Tabelle anwählt, kann man direkt dorthin geleitet werden. Das finde ich cool gelöst. Da unten war jetzt aber nichts mehr, oder? Also, man hätte jetzt... Okay, man kann unten drunter durch. Aber ich möchte erstmal lieber oben lang. Und gucken, was hier noch ist. Weil hier ist ja irgendwas. Okay. Der Raum geht nochmal zu. Ah ja, wieso müssen wir die nochmal killen? Hä, warum? Was ist das denn für ein Quatsch? Ah ja, aber jetzt hat sich was verändert hier. Okay, das ist ein anderer. Das ist nochmal genau der gleiche Kampfraum. Aber es hat sich trotzdem was geändert hier. Also, es ist jetzt nochmal. Jetzt müssen wir gegen diese Piranha-Fische kämpfen, zum Beispiel. Komm her! Nein, die machen ein Leben Schaden. Okay, dann ist doch in Ordnung. Okay, warte mal. Wir können die auch so ein bisschen abboosten, so ein bisschen verwirren. Zack, noch weiter nach oben mit dir. Wenn er jetzt da reingeflogen wäre, so geil gewesen. Gut, töten wir ihn jetzt mal ganz fix. Die Piranhas sind ja nicht so schwer. Kriegt man eigentlich ziemlich einfach down. Und die Ebene steigt, je höher wir, also je mehr wir nach oben kommen. Kann ich die jetzt auch so umchargen, also totchargen eigentlich? Kann ich, aber die halten sehr viel aus, die Dinger. Dann sollten wir die lieber versuchen. Ja, ja. Okay, wir killen jetzt ganz kurz diese Viecher hier unten. Weil wir brauchen Sauerstoff, das ist schwierig. Ich will lieber euer Gift bekommen, ehrlich zu sein. Dann kann ich die Schlachen reinchargen. So. Geht irgendwie nicht so. Okay, wir werden die jetzt mal ganz, ganz kurz, genau. Wir versuchen, die Kugel zu denen zurückzuschießen. Hat nicht funktioniert. Okay, ich kill jetzt mal diese ganzen Viecher hier. Wir sind ja so schnell, die sollten es eigentlich weniger treffen, hier, die Viecher. Stopp. Okay, der ist tot. Sehr gut. Brauchen Sauerstoff. Komm, schieß mich an. Genau. Und jetzt zurück zu dir. Genau. Sauerstoff sammelt sich hier oben an. Super. Okay, die machen mir jetzt so viel Schaden, ehrlich zu sein. Ich muss wirklich auf Entfernung bleiben bei denen. Zack. Zu dir. Und zu dir. Genau, der ist schon mal tot. Der hat nicht mehr viel aus hier. Weil am besten, also ich habe gerade versucht, die umzuchargen. Die halten sehr viel aus, wenn ich die versuche, um anzuchargen. Dafür halten die umso weniger aus, wenn ich versuche, die anderweitig zu besiegen. Also mit dem Char, also die halten gar nicht viel aus. Wollte auch nicht die Schlachen reinchargen. Lieber auf sicher spielen, ganz genau. Ach komm, Alter. Warum ist das auch wieder gesunken? Ich verstehe es einfach nicht. Ich will doch nur mich ganz kurz mal retten davon.
Weil ich dachte, okay, ich kann noch ein paar Leben von diesen Gegner bekommen, weil in diese Punkte reinschauen, halt einfach nicht funktioniert. Und jetzt muss ich den Raum nochmal neu spielen, Alter. Was zum Teufel? Naja, ist aber auch scheiße, dass sie speichert direkt, nachdem man den Raum geschafft hat. Was für ein Rotze. Die Stacheln sind aber total dreist, aber ein schwieriger Raum, vor allem, weil ich dieses Wasser-Charge überhaupt nicht leiden kann. Diese Controls sind im Wasser und dann noch mit diesen Charge zusammen, komme ich gar nicht mit klar. Dieser kleinen, meine kleinen Finger da so gut zu timen. Bin ich so eingeübt. Naja, sehen wir uns auf jeden Fall, wenn ich den Raum geschafft habe, wieder. Okay, ein weiteres Mal besiegt. Das Tor ist auf. Nun hat sich trotzdem was verändert, glaube ich. Und zwar diese Luftbläschen da unten. Die war doch das letzte Mal gar nicht da. Ganz genau, ich komme nach oben und schau mal einer an, was sie hier haben. Das Ding brauche ich gar nicht mehr, diesen Festhalte, Punkt, Angelhaken, kann man sagen, einfach mal einen Wurfhaken. Brauchen wir gar nicht mehr. Wir haben ein weiteres Fragment einer Lebenshülle erhalten und haben damit ein weiteres Leben bekommen. Ach, wunderbar. Sehr schön. Dann können wir nun weiter vorangehen. Das brauche ich, wie gesagt, gar nicht zu machen hier mit meiner, mit meinem Wurfhaken. Wir machen einfach weiter. Wie viel Prozent haben wir jetzt? 70% vielleicht schon? Ja, 69, also fast 70%. Super, ja. Gibt es noch irgendwas anderes hier in dem Raum? Nein, aber hier oben können wir jetzt hin. Hier oben ist die Geisterprüfung. Da mache ich mir ja schon ziemlich viele Sorgen, um ehrlich zu sein. Zuerst kommen wir natürlich generell hier oben hoch, um diesen Geistsplitter entgegenzunehmen. Was ist denn das? Energieernte. Du hast einen neuen Geistsplitter erhalten. Damit lassen Feinde mehr Energiekulen fallen. Nee, bin eher ein Freund von den Leben. Ich benutze die Energie gar nicht mal so stark. Auch wenn ich einen der Angriffe habe, wo man das wenden kann, benutze ich die gar nicht mal so. Zum Beispiel diesen Hammerangriff und irgendwelche Mega-Pfeile. Und dann benutze ich doch nicht so krank. Deswegen lieber die Lichternte, die Lebenserde drin haben. Die ist mir wichtiger. Und die Geisterprüfung anfangen. Weil, warte mal, war das der Zielpunkt hier? Oder lass das jetzt noch nicht auslösen hier einfach? Ich glaube, diese Geisterprüfungen kannst du erst machen, wenn du einen gewissen Teil abgeschlossen hast. Weil ich glaube, hier oben war der Zielpunkt. Also man muss dann hier diesen Weg entlang gehen wahrscheinlich. Aber ich kann es momentan noch nicht auslösen hier. Das ist anscheinend erst möglich, wenn wir diese Umgebung abgeschlossen haben. Na gut, dann machen wir weiter. Da scheuen wir uns nicht davor. Hier oben gibt es noch einige Korallen. Einen weiteren Weg, der in diese Richtung führt. Die Frage ist nur, wozu ist der da? Das war, ach, das ist der Lupus-Weg, glaube ich, hier. Ja, genau. Das ist einfach nur der Weg zu Lupo. Also brauchen wir das nicht wirklich zu machen hier. Was soll denn dort unten? Ah, okay. Ein Charger, okay. Gut, gut. Die kann man ja ganz einfach umgehen. Jetzt im richtigen Moment diesen unseren Charger einsetzen. Das ist ja jetzt zu langsam. So kommen wir jetzt eben auch an diese ganzen Lichter, wo wir ja am Anfang gekillt wurden. Wo ich ja schon versucht hatte, da verzweifelt durchzukommen irgendwie. Brauche ich das Viech eigentlich nochmal? Ich glaube nicht, dass ich es noch irgendwie brauche. Gut. Schnell ausweichen hier. Vergiss das, Kumpel. Zack. Oh Gott, noch ein weiterer von denen. Ach, guck mal, haben Sie gesehen, der Kamar ist gerade in diese Pflanze reingeknallt und hat ja gerade Schaden gemacht. Ja, moin. Okay. Komm. Luftkampf. Ne, Luftkampf, sag ich schon, ja, moin. Okay, Luftbläschen brauche ich dafür. Ich will die alle töten, die Viecher hier. Aber viel Schaden machen die nicht. Also, die machen uns generell nicht viel Damage, halten vier Treffer aus, wobei ich es manchmal treffe und trotzdem die keinen Schaden reingedrückt bekommen. Was ich auch nicht ganz verstehe. Wir kommen auf jeden Fall jetzt in diverse Ecken hinein. Durch unsere Fähigkeit. Aber das hätten wir ja auch so schon gekommen mit den Luftbläschen. Was soll auf der anderen Seite nochmal? Wir warten mal auf eine weitere Blase. Und gucken mal ganz, ganz, wie es hier hinten war. Nichts Besonderes. Es ist einfach nur eine schöne Umgebung hier. Gut, dann tauchen wir wieder ab, denn jetzt kommen wir endlich da unten lang. Ich weiß gar nicht, was da unten war. Ich glaube, da unten waren diese komischen Steine. Und jetzt, da wir ja da durchchargen können, sollten wir hier ohne Probleme vorankommen können. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was hier war. Oder bin ich hier einfach nur bewusst? Nee, da waren diese Steine. Okay. Gut, aber da brauche ich trotzdem nochmal Sauerstoff. Ich bekomme hier einfach kaum welchen. Okay, warte mal. Ori, charge ein bisschen näher. Ich hätte vergessen, dass er chargen muss. Ja, genau. Aber das ist der Punkt, den ich gerade vergessen habe. Durch diese neue Fähigkeit sind wir eben viel schneller. Und können halt größere Strecken überwinden mit viel weniger Einbußungen. Oh Gott, natürlich. Wenn ich aber natürlich da rein in den Boden reinknalle, dann wird es natürlich logischerweise nichts. Aber wie gesagt, ich finde die Controls am PC, auch wenn das Spiel natürlich so schöner aussieht, schwieriger. So, das haben wir geschafft. Genau das mussten wir machen. Noch müssen wir weiter chargen. Weiter chargen, ganz genau. Jetzt müssen wir langsam anfangen, hier an Geschwindigkeiten zu gewinnen. Da war jetzt aber, glaube ich, nichts auf dem Weg. Genau. Im Gegenzug zu hier, denn hier bekommen wir einiges. Erstmal einen weiteren Teleporterpunkt. Und da oben ist das Licht schon zu sehen. Lange Spiel für diesen kleinen Hinweis. Ich frage mich aber nur, wie ich da hinkommen soll. Hier gibt es keinen Gegner, kein gar nichts. Kann man irgendwie, wenn man jetzt hier abtaucht, vielleicht hier nach oben chargen? Kann man da irgendwie das dann mitnehmen? Eventuell. Mal gucken. Versuch mal so einen schrägen Charge zu machen. Nee, da ist. Muss. Hä, aber wie soll man das bitte machen dann? Von hier. Oh Gott, die dürfen doch nicht in die Pflanzen reinchargen. Die machen uns, wie gesagt, zwei Schaden. Ja, ich fäll mal den Kopf gegen diesen Stein. Hä? Wie soll ich bitte diese Höhe erreichen? Hab ich irgendeine Fähigkeit noch nicht erlernt? Die ich irgendwie jetzt hier gebrauchen könnte? Vielleicht kann man sich irgendwie weiter oben dranhängen nochmal. Nee, hält sich überall nicht dran. Nee, da komme ich nicht hin. Also ich habe keine Ahnung, vielleicht kann man noch irgendwie von hier vielleicht chargen nach oben. Nee, geht nicht.
Hey, okay. Das ist ja eine richtig komische Stelle. Und ich kann mich nicht hier reinchargen wenigstens jetzt. Weil dieser komische Sand... Ja, hier, dieser Sand ist mir schon bei mehreren Stellen aufgefallen. Auch hier muss man irgendwie mit einer weiteren Fähigkeit weiterkommen. Ich finde es cool, dass das Wasser hier von diesem Fisch noch so eingelassen wird. Sieht auch ganz witzig aus. Aber von hier wird es auch nichts, oder? Nee, das reicht genauso aus, um hierher zu kommen. Gut, lassen wir es nicht in Ruhe und versuchen mal irgendwann zurückzukommen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie man das nicht kommen soll, aber ich habe keine Ahnung wie. Ich habe es gerade mehrere Male versucht und habe es im Charge nicht geschafft. Vielleicht probier's noch einmal. Zack. Mit Doppelsprung, was man ja normalerweise auch nicht braucht. Deswegen komme ich da nicht durch. Naja, gut. Lassen wir es bleiben. Nehmen wir die Lichter hier entgegen im Vergleich dazu. Wir sind ja eingezeichnet. Wir kommen auch nicht in die Ecke hier. Und gehen wir endlich zu unserem Hauptpunkt, wo wir schon seit Ewigkeiten hin wollten. Okay, warte mal, hier müssen wir auch, glaube ich, ein bisschen hin und her chargen. Sonst schaffen wir das nicht. Von der Zeit her. Meine Fresse. Gut. Da sind wir. Ich glaube, wir hätten jetzt auch so mit Schwimmen schaffen können. Ich wollte es so nicht riskieren. Ist hier noch irgendetwas in der Punkt oder Wasser, wo man irgendwie rein kann? Das wird immer nicht auf der Karte eingezeichnet, was ich echt böse finde, um ehrlich zu sein. So, hier ist irgendein kein komischer Punkt. Kann man da sich nochmal ganz was ablegen? Kann man das kaputt machen hier? Also, es sieht auf jeden Fall so aus, als könnte man langlaufen. Ist auf der Karte. Ja, man kann hier langlaufen, okay. Ist interessant, aber wir müssen hierher. Aber für welchem, aus welchem Grund? Was ist hier? Das Licht? Mit Qualak stimmt etwas nicht. Beeilung. Er hat ja auch beim letzten Mal gesagt, Leute, dass er einen faulen Gestank wahrgenommen hatte, als er hier schon war. Da war der ja, glaube ich, wo war denn der Qualak? Der war hier vorne, glaube ich, irgendwo. Wir sind dann so durchgegangen oder hier oben irgendwo durchgegangen. Und er hat uns ja schon gesagt, dass hier irgendwo ein fauler Gestank wimmelt. Und wir wissen alle, was hier nur faul ist. Und zwar die faule, wie heißt da mal, die faule Präsenz oder so. Die kam aus Brunnenquellen. Und wenn wir genau darauf aufgepasst haben, was ich vom Detail jetzt gerade ziemlich cool fand, das habe ich extra für euch reingestellt gehabt, haben wir gesehen, wie die faule Präsenz, als wir hier unten wieder waren. Wo war denn das nochmal? War das Brunnenquelle-Lichtung? Nee, Brunnenquelle generell, der Brunnenquelle. Irgendwo hier, ich glaube hier war das. Als wir hier standen, haben wir im Hintergrund gesehen, als wir vor der Präsenz geflohen sind, dass die ins Wasser abgetaucht ist. Und der einzige Weg, wo sie hingekommen hätte können, wären die Nummerseen. Sie ist ja nicht besiegt worden. Die ist wir sind vor ihr entkommen. Und als er wieder etwas wahrgenommen hatte, ist mir, glaube ich, klar, was passiert ist. Da ist sie, die Kraft des Waldes. Mit Qualak stimmt irgendwas, ich hatte, glaube ich, auch wieder gesagt. Was ist mit ihm? Oh, das See. Der See, ich sehe es schon. Alter, okay, geh lieber wieder rein. Okay, ja, oh mein Gott, wir lagen richtig. Die faule Präsenz hat Qualak eingenommen. Heilige Scheiße, okay, wir müssen erstmal unsere Fähigkeiten ganz kurz hinbekommen. Hier muss ich irgendwo hin. Okay, ist wieder eine Flucht, oder? Ist wieder eine Flucht, okay, verstehe. Okay, dann brauchen wir ja nichts wirklich zu machen. Oh mein Gott, Alter. Aber das ist bestimmt nicht so einfach. Okay, wir müssen schneller chargen. Okay, ihr macht uns Schaden, aber nicht viel. Okay, stellt euch damit, ihr. Okay, wir müssen auf jeden Fall da durchkommen, richtig schnell. Heilige Scheiße, okay. Er hat mit diesem giftigen Wasser Qualak einnehmen können. Sie war halt eben noch nicht weg, das haben wir alle gesehen. Sie war noch nicht weg. Wir konnten nur vorher fliehen und wir haben sie gesehen, wie sie ins Wasser abgetaucht ist. Hier ist sie nun also, erneut. Schnell, wir müssen ganz schnell da durch. Ganz schnell da durch, genau, perfekt. Links und rechts, oben und unten. Ganz kurz auftauchen, vorsichtig. Schnell mit durch, sonst kommt der da runter. Oh mein Gott, nein, Alter, wenn er uns rammt, sind wir einfach tot, Alter. Holy shit, das ist schwer. Das ist ultra schwer. Wie gesagt, vor allem mit den PC-Controls komme ich halt überhaupt nicht so klar. Ich würde halt gerne diesen Sprung am ersten Mal schaffen wollen. Aber diese Hände sind auch voll dreist, die hier einfach random kommen. Hier kam die Hand. Aber wir kommen da recht gut durch. Die macht uns nicht so viel Schaden. Aber es ist eine große Reichweite, diese Präsenz auch hat. So. Hol mit dir. Zack. Nicht festhalten, Ori. Genauso. Wunderbar. Durch die Piranhas durch. Keine große Sache. Weiter, weiter, weiter. Wir sind schnell. Wir sind sehr, sehr schnell unterwegs. Müssen wir ihn noch besiegen, ist die Frage. Alter. Okay, was nun? Oh, jetzt kämpfen wir wirklich gegen ihn. Okay, wir kommen hier nach oben. Wir können ja, ich glaube, wir müssen auf Qualak drauf, oder? Oder auch nicht. Doch, wir, also auf jeden Fall können wir hier Schaden machen von oben. Wir müssen jetzt gegen sie kämpfen. Okay, wir konnten ihn einfach aus. Muss auch viel Schaden machen. Ja, genau, perfekt. Genau so. Wow. Die Musik ist auch voll geil. Oh, Alter. Okay, vorsichtig. Ich glaube, es ist besser, wenn wir an der Decke klemmen. Kann uns da auch treffen eigentlich? Okay, er versucht uns auf jeden Fall zu outrangen damit. Komm her, komm her. Und jawohl. Okay, wir müssen Qualak angreifen. Das ist egal. Versucht uns auf jeden Fall, so gut es geht,
ja, zu treffen, während wir an der Decke sind. Oh, Alter, die Hände sind aber schon echt eklig. Okay, schieß ihn ein bisschen ab. Quarlock. Okay, wir haben noch, was haben wir noch für Fähigkeiten? Warte mal, was haben wir noch für Fähigkeiten? Wir haben den Hammer noch zum Beispiel. Wir könnten den jetzt für E mitnehmen zum Beispiel. Vorsicht, oh mein Gott, Alter, hat funktioniert. Komm her, komm her. Jawohl, sehr schön, schön getroffen. Hat auch Schaden gemacht. Nein, Vorsicht, der Hammer ist auch... Alter, die Zunge ist voll eklig. Aber ich glaube, in der Wand trifft er uns nicht so. Komm, spuck nochmal deine komischen Giftdinger da. Genau, die will ich haben. So können wir perfekt auskontern. Alter, wie er sich auch darüber aufregt, so. Geil. Komm her. Nein. Scheiße. Oh Gott, gut ausgewichen. Und dann komm, hau ich nochmal einen über. Nein, schade. Weg hier, weg hier, weg hier. Genau so. Jetzt kommen die Hände wieder. Ja, die kommen immer genau da raus, wo wir sind gerade. Von daher natürlich sind ja an der Decke natürlich auch erreicht. Kommt er nochmal? Okay, kommt nicht nochmal. Nein, hat nicht getroffen. Okay, ich bleib lieber an der Decke. Das ist, glaube ich, am sichersten momentan. Okay, die Steine kommen nicht an die Decke, nicht an den Rand. Er kann uns auf jeden Fall angreifen. Wie geht der abschießen eigentlich, wenn er, von, so, wenn er in der Entfernungszone steht? Okay, vorsichtig, zack. Du machst aber auch viel Schaden. Das ist wirklich krass. Regenerieren wir ganz, ganz kurz unsere Leben. Ach nee, ich habe noch die Feder drin, deswegen können wir uns nicht heilen. Gut, wir wurden in den letzten Mal auch geklärt, dass wir uns regenerieren sollen. Ich habe aber vergessen, die Fähigkeit mit reinzunehmen, aber ich könnte auch unter Wasser wieder natürlich nicht heilen, in den meisten Fällen. Ich treffe ihn doch einfach mal. Oh Mann, ich treffe ihn einfach nicht. Jawohl, jetzt, jetzt, schön. Nein, ausweichen, oh Gott. Wenigstens raus da, genau. Du hast aber viel Schaden, der Typ, ey. Komm, hör auf zu chargen. Okay, mach mal irgendwas. Sind wir das sicher? Wir sind sicher. Kommt die Leben und zurück damit. Das Beste ist wirklich, mit diesen den Gegenangriff zu starten. Ich werde dir heimzahlen, was du getan hast. Einfach alle mal beenden wir es. So, komm. Boom. Sehr schön. Oh Gott. Der Boden wird dreckig sein. Aber die Lumaszenen sind zu schön für diese Kreatur. Okay, lässt Wasser ein. Ist ja cool. Okay. Das bringt das jetzt aber. Okay, er möchte auf jeden Fall. Oh Gott. Da kämpft er auf jeden Fall gegen an. So gut es geht. Macht er das jetzt die ganze Zeit? Ja, er macht es so lange, bis er uns eingesetzt hat. Wir haben viel Schaden bekommen gerade. Und wir können es nicht mal regenerieren jetzt. Das ist ja krass. Können wir diese Steine wenigstens kontern? Das ist ziemlich cool. Alter, was? Wie krank. Wir können es nicht mal regenerieren mehr. Und die Stacheln sind doch einfach dann da, wenn das Wasser kommt. Okay. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, ihn mit allem, was geht, auszukontern. Schön anhitten, die Typen. Genau so. Perfekt. Und jetzt weg da. Er versucht uns anzugreifen. Jetzt wieder drauf da. Genau. Er charge, er charge. Ori ausweichen. Genau so. Perfekt. E. Ja, E, komm nochmal. Wir treffen ihn schon irgendwann. Okay. Der Ergriff ist wirklich ziemlich geil. Okay. Einmal nur, dann machen wir Nahkampfangriffe schnell. So, jetzt kommen die Dinger wieder. Das ist keine große Sache. Wobei, die macht uns aber auch Schaden damit. Und es sind doch keine Lebenspunkte hier. Also, man kann nicht wirklich viel bekommen. So. Alter, was? Aber warum vor allem? Warum hat er sich auf den Quarlock gestürzt, frage ich mich, Alter. Er tut mir so leid. Er war immer so lieb zu uns. Ich hoffe, dass, wenn wir ihn besiegt haben, dass wir den Quarlock damit erledigen. Oh, ich verstehe, was da passiert. Warum die Stacheln rauskamen. Er kann jetzt einfach an. Er kann einfach irgendwas aufprügeln hier. Ganz random. Können wir jetzt gucken? Card kontern? Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Komm schon her, Kumpel. Gib mir dein Gift, genau. Das gibst du am besten. Genau, das macht übel viel Schaden. Komm nochmal. Er macht sich nochmal. Ja, moin. Lieber macht er nochmal die Dinger. Kann ich die wenigstens angreifen? Ich kann die angreifen. Ja, wenn man die angreifen, bekommt man Leben. Oh, sehr wichtig. Jetzt weiß ich, ob man jemand Leben bekommen kann in dem Kampf hier. Okay, besser als nichts. Ausweichen. Zack. Oh, die Reichweite ist eklig. Alter, der peitscht mich einfach. Aber ich glaube, dass der Nahkampfangriff nicht das Beste für den Kampf ist. Die Wächter und Wache können wir noch vielleicht verwenden. Und die Flammen, aber da würde ich lieber den Bogen mitnehmen wollen. Da können wir uns so ein bisschen Schaden machen. Nicht viel, aber etwas. Immerhin etwas. Wenn wir an der Decke sind, zum Beispiel. Können wir noch ausweichen? Was soll ich jetzt machen? So, WTF. Ja, wir haben so gut erreicht hier. Von denen machen wir einfach 2 Schaden. Nein, lass mich meine Relegen und Leben zurückholen. Okay, komm her. Die Schaden macht halt ein Leben, zieht uns aber nur ab. Das ist in Ordnung. Aber die Stacheln sind zu krank. Die Stacheln sind zu krank. Komm da raus, Ori. Oh mein Gott, ist das brutal schon wieder. Noch einmal, komm noch einmal. Okay, perfekt. Und jetzt kontern. Ich brauche da alle Leben jetzt gerade. Und jetzt die Energie zurückholen. Nach nochmal. Perfekt, komm. Nein, hat nicht funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Wir müssen so viel regenerieren hier. Wir müssen so viel regenerieren. Na guck mal, er lässt mich auch überhaupt nicht mehr durch. Ich kann nichts machen. Diese scheiß Stacheln da unten, die jetzt da sind, das gibt mir so auf den Sack gerade. Wir sind auf jeden Fall deutlich schlechter als am letzten Versuch, kann man sagen. Okay, komm, jawohl, peitsche weiter aus. Wenn wir ihn treffen, treffen wir auch die faule Essenz. Weil die faule Essenz ist ständig wie ein Geist, kann man meinen. Die braucht einen Wirt, um es von ihnen zu ernähren und verbindet sich mit diesem Wirt. Sehr gut, perfekt. Das hat echt noch am meisten Schaden. Sehr gut. Und nochmal Leben regenerieren. Leben regenerieren, so gut es geht. Nein! Okay, es gibt keine Regeneration mehr. Was macht er jetzt, die Frage? Okay, er kommt auf jeden Fall zu uns. Steine können sich erreichen von hier, glaube ich. Aber er kann uns jetzt so erreichen, das ist es halt. Zack, komm. Okay, schnell durch da. Okay, die brauche ich jetzt, die Dinger. Brauche ich jetzt. Oh, Mutter, charge dich einfach um. Charge dich einfach, wir müssen eben umchargen, um jeden Preis.
Überall sind Stacheln, überall sind Stacheln, überall sind Stacheln, überall sind Stacheln. Er spuckt irgendwas durch die Gegend. WTF? Was ist das? Was ist das? Das ist eklig. Hä, was soll ich machen? Ich verstehe es nicht. Was soll ich, wie kann ich mir jetzt noch. Ist irgendwie keinen Schaden machen? Ist ja ganz ehrlich. Ehrlich. Voll, jetzt setzt noch diesen Charge. Okay, jetzt kommt was. Jetzt kommt was. Sehr gut. Hat aber nicht hat aber keinen Schaden gegen ihn gemacht. Warum nicht? Hä? Jetzt Schaden gegen jemand gerade eben nicht. Keine Ahnung, was da los war. Okay, das geht am besten. Ich glaube, er trifft uns kaum, wenn wir unter Wasser uns ganz besser fortbewegen. Können wir irgendwie diese Dinge auch kontern, diese Giftspeier? Ich glaube, die können wir nicht kontern. Die sollten wir versuchen zu umgehen. Oh mein Gott, komm doch mal deine Hände. Bitte, hör mal deine Hände raus, bitte. Komm die Hände. Komm die Hände? Ne, es ist Stachel. Es ist wieder Stachel. Jetzt kommt Hände, jetzt kommt Hände, jetzt kommt Hände. Gib mir deine Hände. Jawohl. Leben brauchen wir auf jeden Fall. Jawohl, Leben. Alles, alles. Gib mir deine Hände, alle. Gib mir alle Hände. Oh mein Gott, das hat nicht gereicht. Ich habe nur ein bisschen was zurückbekommen können. Okay, perfekt. Hit, 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 hit. Oh mein Gott, Alter, das ist aber auch ein schweres Spiel. WTF. Jetzt macht er den Charge. Da können wir schon mal umgehen. So, umgehen damit. Genau, perfekt. Wieder abtauchen. Keine Chance lassen, dass er uns erreichen kann. In seiner großen Megazunge. Von mir auch, dass das Licht fressen wollte. Also, ihr könnt dreimal raten, dass auf jeden Fall die Essenz das Licht haben wird. Alter. Hör auf, das Gift auf mich loszuspeien. Das ist ja eklig. Ah, das hält sogar noch länger im Wasser aus, das Licht. Ich dachte, das dunkle Licht vergeht sofort wieder weg, wenn man ausweicht. Aber es ist ja noch ein bisschen da. Sehr gut, perfekt. Ja, genau. Gib mir alles, gib mir alles. Du auch, komm, komm her. Gib her deine. Gib mir die Hände. Gib mir die Hände. Mann, ich treffe dich nicht so gut. Ich bin nicht so gut mit diesem Charge. Jawohl, jetzt noch ein Hit. Sehr gut. Haben wir auch hier von ihm bekommen. Pfeil. Sehr gut. Steine kommen wieder. Egal. Jetzt kommt das Gift wieder. Schön, um zu umgehen. Ja, genau. Das hält sich irgendwie. Guck mal, wie krank das Licht ist. Aber es hat nicht so viel Schaden zum Glück. Komm ran. Weiter, weiter. Immer schön drauf da. Komm, gib mir noch eine Kamare. Gib mir Kamare. Jawohl, genau. Kalmare brauchen wir jetzt. Noch einen. Noch einen. Noch einen. Noch einen. Komm, gönn mal. Gönn mal. Nein, er gönnt nicht. Er gibt nur einen raus. Ist das asozial von ihm? Nein, mach mal den hier. Mach mal den hier. Mach mal den hier. Mach mal den hier. Wie soll ich das umgehen? Okay, einfach nur einmal noch ganz kurz rausspringen. Reicht auch schon aus. Gut, 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 in Ordnung. Oh! Oh, geil! Du machst gerade. Links, sag ich gerade schon zu Ori. Du machst gerade sehr, sehr gut. Komm, gib mir nochmal Arme. Gib mir Arme. Gib mir Arme. Gib mir Arme. Gib mir Arme. Oder Kamar. Arme oder Kamar. Arme oder Kamar. Alter, ist das schwer. Hä, ist das random? Ist ja ultra heftig. Okay, wir müssen auf jeden Fall einiges rausschneiden. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten guten Erfolg wieder. Tja, Freunde. Das kommt jetzt bestimmt überraschend. Hä, was macht er jetzt hier vor einem Gameplay von einer anderen Person? Mehrere Dinge auf einmal. Ich habe es nicht geschafft, Quarlock zu besiegen. Ich habe mich aufgegeben, auf keinen Fall. Aber ich habe es an dem Tag, wo ich ihn herausgefordert hatte, nicht mehr geschafft, weil dann der Livestream kam und da kam alles dazwischen. Und auf jeden Fall habe ich es geschafft und habe deswegen angefangen, heute einen Tag daraufhin ein weiteres Mal Quarlock zu besiegen. Ich habe es auch geschafft, ihn zu besiegen. Jedoch hat OBS ja wieder einen der seltenen Momente gehabt, wo die Aufnahme aus irgendwelchen Gründen sich nicht beenden ließ. Und ich das Einzige, was ich hätte machen können, war, OBS zu schließen, während die Aufnahme ja noch lief, um halt zu hoffen, dass zumindest dann die Aufnahme einfach gestoppt wird. Und man die noch wirklich zu Ende gemacht hat. Aber nein, in so gut wie allen Fällen, wenn dieser seltene Fehler passiert und die Aufnahme sich nicht beenden lässt und ich das Spiel die Anwendung beenden muss, ist es so, dass die Aufnahme corrupted ist. Und ich habe jetzt nochmal gefühlt 10 bis 15 Minuten gebraucht, um Quarlock zu besiegen. Ja, davor habt ihr das Gameplay gesehen, also bis zu dem Punkt von Quarlock habe ich gespielt. Daraufhin bin ich wie hier diese Person vom Gameplay nach oben gelaufen. Möchte ich euch einfach nur die Gelegenheit bieten, nochmal zu zeigen, was passiert ist, nachdem ich ihn besiegt hatte, weil, wie gesagt, die Aufnahme mit kaputt gegangen ist. Und auf jeden Fall habe ich halt, wie gesagt, das am Tag daraufhin gemacht. Und ohnehin, das ist schon unangenehm für mich heute beim Schneiden, habe ich nun noch mehr Arbeit zu erledigen, weil ich dieses Gameplay von dieser Person jetzt vorhabe, mit meiner Facecam-Reaction im Endeffekt noch reinzumachen. Dadurch kann man nicht gestrikt werden, so gut war ich halt, wie gesagt, das mit meinem Kommentar dazu gebe. Zudem will ich die Person verlinken und man hat ja da unten sogar noch ein Zeichen von ihm. Nun, hat man Quarlock besiegt. Das habe ich auch geschafft, weil ich erkannt habe, dass man einfach nur aus dem Wasser springen muss, wie er das gemacht hat und einfach nur angreifen musste. Das habe ich halt grundsätzlich vergessen zu erledigen bei meinen ersten Versuchen. Und er sagte hier auf jeden Fall so auf Englisch, ich will das jetzt nicht übersetzen, ich habe es ja gelesen, dass er halt, dass ich halt Niven beschützen soll, die Lichter sammeln soll. Und ja, man kann wahrscheinlich auch schon mitbekommen, was mit Quarlock passiert ist. Er wurde ja eingenommen von dieser schlimmen... faul in Präsenz, oder wie das Teil heißt. Er kann diese Schmerzen nicht ertragen. Wurde ja davon vergiftet wahrscheinlich auch, so wie er aussieht. Hält es nicht mehr aus und nach dem zum Glück Entreißen seiner Macht
der Macht von dieser Essenz, konnte er nicht mehr tun, als sich nur davon zu befreien. Dennoch hat er es nicht schaffen können, ihn aufzuhalten. Quollok hat durch diese Verzauberung, durch diese Einnehmung, durch diese Machtübernahme von diesem Wesen, eins der beiden Nöllicher gegessen. Das ist mir zusätzlich auch im Nachhinein noch aufgefallen. Nur er hat jetzt hier verwirrenderweise, witzigerweise, schon alle vier Lichter gesammelt, weil das ist das Letzte, was er angegangen ist. Ich hoffe, man sieht sich irgendwelche Szenen. Das würde mir jetzt nicht gefallen, aber ich glaube schon. Oder? Ich weiß auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall haben wir bei uns logischerweise nur zwei, also nur zwei, das zweite Irrlicht gesehen. Das ist der einzige Unterschied. Und nun brauche ich euch nicht mehr zu zeigen. Der Rest, der hier kam, war im Endeffekt ein wirklich abgeschlossenes Let's Play-Territorium. Deswegen passiere ich die ganze Geschichte an der Stelle hier. Wir wollen nicht zu viel sehen. Das wäre es gewesen. Das ist das YouTube-Video von dieser Person. Ich wollte euch einfach das Gameplay nochmal zeigen. Im Hintergrund, während ich euch erkläre, was passiert ist. Wie gesagt, zusammengefasst. Ich habe am Tag daraufhin die Aufnahme fortsetzen müssen, weil ich es halt nicht geschafft habe, Quollok zu besiegen. Habe es auch geschafft. Leider ist diese Aufnahme corrupted gewesen, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen habe ich euch nun erklärt, was passiert ist. Habe ich wenigstens gezeigt, was wir jetzt noch gemacht haben. Ich habe nicht mehr getan. Ich habe wirklich diesen Quollok besiegt, bin dann hochgelaufen, habe dann halt Quollok sterben sehen, traurigerweise. Leider Gottes kann ich meine Originalreaktion nicht mehr zeigen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr zufrieden seid. Die Person, die jetzt hier drin ist, wird verlinkt in der Videobeschreibung. Er hat auch ein Wasserzeichen drin und ja, mein Facecam und Kommentar verändert das Ganze. Sollte das Video nicht keine Werbeeinnahmen mehr bekommen können, ist mir das auch scheißegal, weil ich eh keine bekommen kann. Ich habe es einfach nur so machen müssen. Ich hoffe zukünftig, dass das weniger der Fall ist, dass das weniger so passiert, aber was willst du denn tun? Ich bedanke mich trotzdessen nun, ja, dass ihr bisher mitgeschaut habt und doch das Gameplay sehen konntet, was da passiert ist mit Quollok und so. Mehr habe ich ja euch jetzt auch nicht verwahrt. Lasst mir auf jeden Fall ein Like, wenn euch trotzdem der Part auch mit dieser kleinen, traurigen Endsache, erstmal wegen Quollok und auch wegen der Aufnahme generell, wenn euch das trotzdem noch hold ist, dann lasst mir da gerne ein Like da, wenn ihr keine weiteren Parts von Ori and the Wolf, du bist dann auf jeden Fall wieder kein Gameplay. Ja, ich habe mich angelogen. Ist es nur aufgenommen, das Gameplay von Anfang bis Ende gewesen? Nein, natürlich nicht. Dann werden wir auf jeden Fall wieder an unseren PC springen und nicht mit dem Controller-Tasten hier, wer es auch noch als Beweis sehen kann. Aber ich denke mal, ihr habt schon gesagt, das ist nicht mein Gameplay, das ist ja ein bisschen traurig. Werden wir auf jeden Fall weiterspielen und werden natürlich, was ich geplant habe, ist halt jetzt die Lumasen entlang zu laufen. Ich würde jetzt gerne euch das zeigen, aber es ist ja eine Aufnahme. Habe ich vor, die Lumasen entlang zu laufen, alle letzten Sachen noch mit zu nehmen, in der Brunnenquerlichtung, wie wir das gemacht hatten. Zudem habe ich dann daraufhin noch vor, das nächste Gebiet da unten hinzugehen. Da war ja unten, Ofa hat uns irgendwo ein Gerücht gegeben, da unten geht es ja lang. Da kann man ja so ein bisschen so ganz rechts sehen. Und auf jeden Fall, Ofa hat uns ja eine Quest gegeben, dass man irgendwie seine Geisterwaffen verstärken kann. Und das hätte ich gerne vorgehabt, auf dem Weg mitzunehmen, sollten wir das können. Unser Ziel ist einfach nur bis zum nächsten Licht zu kommen. Währenddessen sammeln wir alles ein bei den verlorenen Gebieten. Wir werden bestimmt ein, zwei Parts hier brauchen. Mal gucken. Und lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und nun würde ich sagen, habt noch einen schönen kommenden Tag und schönen restlichen Tag, wir sind es auf jeden Fall. Schönen kommenden Tag. Ist egal, wie rum ich sage. Lasst mir auf jeden Fall die beiden Sachen. Da würde mich sehr freuen. Und nun, weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ciao.